Die Wassersprechstunde mit Wasserexperte Erich Meidert von Mr. Water. Ja, die Wasserfilteranlagen können alle verkeimen, sämtliche. Vor allem habe ich immer Angst vor diesen Free-Fall-Systemen oder einfach Systeme, die sagen, ja, die guten Mineralien kommen raus, das Schlechte filtern wir alles. Wenn du das nicht ableitest wieder ins Abwasser, dann wirst du sicher ein Riesenproblem bekommen, über kurz oder lang, im Winter weniger, im Sommer mehr. Man kann sagen, eine Anlage kann man so um die 14 Tage stehen lassen, maximal 14 Tage, aber natürlich nicht in der Sonne, aber jetzt spreche ich von einer Umkehrosmoseanlage. So 14 Tage geht es auf alle Fälle, dann kommst du nach Hause und spülst das einfach zwei, dreimal durch, da fehlt nichts. Aber alles darüber hinaus sollte man die Anlage desinfizieren, aber auch das ist kein Hexenwerk, ist möglich. Aber so zwei Wochen stehen lassen, das sehe ich als Mittelwert an. Im Sommer weniger, im Winter länger. Auch bei einer gebrauchten Wasserfilteranlage kaufen, da wäre ich sehr vorsichtig, weil du weißt ja nie, wie lange sie steht, wie sie gepflegt wurde. Und normalerweise, es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich habe eine gekauft, die ist noch ganz neu, und dann frage ich, wie lange ist sie gestanden, ein halbes Jahr, und dann kann ich echt sagen, also da musst du sie komplett desinfizieren, die Schläuche neu machen. Also da bin ich immer sehr, sehr, sehr vorsichtig, zurückhaltend. Man muss sie auf alle Fälle desinfizieren, weil alles, was länger wie zwei Wochen steht, ist gefährlich, ohne Wenn und Aber. Ja, klar, in einem Altbau ist gerade wichtig, eine Wasserfilteranlage reinzumachen, weil in einem Altbau hast du die alten Leitungen, alte Rohre, und es ist wirklich unfassbar, was da daherkommt. Also je Altbau ist eine Wasserfilteranlage, kann man sagen, in 95% der Fälle ratsam. Ja, Wasserfilteranlagen kann man auch liegend verbauen. Das, also ich spreche von Umkehrosmoseanlagen, die Free-Fall-Systeme natürlich nicht, aber grundsätzlich, ja, sollte man liegend verbauen können. Wir legen da größten Wert drauf, und das funktioniert in der Regel auch. Auch bei anderen Mitbewerbern geht es auch. Gefüttertes Wasser bleibt unendlich frisch. Man muss halt einen sauberen Behälter machen, weil Wasser kann ja per se nicht schlecht werden. Ich erinnere mich immer an die Warsteiner Werbung vom Bier. Da sagen die immer, oh, 13.000 Jahre altes Wasser. Und die ganzen Mineralwasserfirmen bohren ja Löcher, und das Wasser ist ja Jahrmillionen alt. Und aus der Umkehrosmoseanlage plus die Aufbereitung hast du ja genau diese Qualität von diesen Uraltwässern. Und darum, wenn du sie in Flaschen, saubere Flaschen abfüllst, dann hält die nach meinen Erkenntnissen 25 Jahre lang, die hält unendlich. Sie haben Fragen zum Thema Wasser, Trinkwasser, Mineralwasser oder Quellwasser? Dann schicken Sie uns jetzt Ihre Frage an wassersprechstunde@mrwater.eu.